Schönen guten Tag zusammen und willkommen zurück zur Let's Play Morrowind. Halt, Edwina, steh, nein, bleib stehen, halt. So, goldene Eier sind gefunden und es wird empfohlen, dass ich bei Edwina jetzt queste. Und dann mache ich doch mal. Unbedingt Aufgaben für die Magier haben wollt? Ja. Ja, Geselle, es gibt etwas. Ach, guck mal. Und zwar Zwergenbuch, die Chroniken von Nehuleft. Niemand aus der Magie hat Abschrift. Forschung einfach unentbehrlich. Wärt ihr bereit, Abschrift? Ja. Vielleicht hat einer der Buchhändler eine. Okay. Ja. Seit wann pfeifen die eigentlich schon, wenn ich da so stehe? Liegt das einfach an der Rüstung oder am Level? Keine Ahnung. Gut, wir sollen ein Buch finden. Ah, wie hat der Tag euch begrüßt? Mit einem Ziegenman. Wo kommen diese Ziegen her? Ich habe noch nie Ziegen in Morrowind gesehen. Die Ratte unter dem... Unter der Topf? Ne, die Ratte unter der Topf. Ja, wesentlich schwer. Wo sind die Buchhändler? Oben, ne? Genau, hier sind Händler. Kolos Buchhändler. Wie heißt nochmal das Buch, was ich jetzt kaufen soll? Chroniken von... Aha. Moin! Schauen wir mal, ob wir was finden, ne? Müsste bei D. Der Spiegel, die... Aha. Brüder, die 5. Die Ruinen. Türen. Die Ware. Eine nicht ganz so da. Was... Okay, dann ist das hier nicht bei. Hat er nicht. Oder ist was bei C, von wegen Chroniken? Nein! Keine. Kann man den fragen? In Vivek. Vivek. Da mögen mich die Wachen ja so gerne. Ja, die fallen häufig schnell und zahlreich. Außer es sind Assassine und die haben einen Lähmungsdolch dabei. Es ist aber auch eine Kackwaffe, ne? Oh. Ohne Mist, könnt jetzt hier noch 5 Minuten stehen und einfach nur wie die Sonne da über der Festung sich bewegt, mir angucken. Liebe sowas. Liebe es. Es ist so genial. Wo war denn jetzt nochmal der Buchhändler? Ich glaube... Fremdenviertel? Nein, beim Haus Lalu war das. Einmal springen. Habe ich eigentlich ein leeres Inventar? Oh, einigermaßen. Ja, dann fliegen wir halt bis nach Ebenerz. Ne? Auch eine Überlegung. Ja. Okay. Versuch Nummer 2. Dahin. Nein, ich Idiot! Verdammt! Jetzt aber. Nein! Ich laufe. Ja. Das kommt davon. Kann ich dich fragen? Nein. Aber ich meine in der Bodensektion, das heißt, ich brauche jetzt eine Axt. Weil hier wird ja jetzt gleich wieder Wachen. Hier werden jetzt gleich wieder ganz viele Wachen rumlaufen. Ja. Habe ich gespeichert? Nein. Oder? Habe ich. Dann laden wir. Jetzt nicht schon wieder Kopfgeld bezahlen müssen, dann halten mich alle für einen Banditen. Und sind immer so sauer. Greift mich an. Ihr habt angefangen. Ich darf mich wehren. Moin! Ist ein bisschen dunkel hier drin, ne? Wo ist meine Nachtsicht? Besser. Boah, viel besser. Ihr habt nichts gesehen. Gar nichts. Seid alle nur Peasants. Mit
futter jetzt einfach mal so ein bisschen. Gegenstände. Wo sind die Schuppen? Na? Er hat es nicht gerne. Einfach mal so ein paar Schuppen essen. Schatzhaus nicht. Hier gab es irgendwo einen Buchladen. Oh nein. Komm. Was heißt denn hier Narr? Ja gut. Dann wieder zurück nach Balmora. So, jetzt schmeißen wir mal kurz ein paar Sachen weg. Wobei, ich habe Flint in der Tasche, oder? Ja, einen Flint habe ich noch. Reicht der? Nicht ganz. Hätte ich mir auch sparen können. Ah, naja. Die Rüstung von oben hole ich noch. Ich werde hier meine Stash-Ecke machen. Hier wird alles reingeworfen. Alles, was ich sammle. Und dann werde ich irgendwann nochmal beim Creeper vorbeischauen. Und alles verkaufen. Weil das dauert immer echt viel das kostet immer echt viel Zeit, beim Creeper alles zu verhökern. Weil der hat ja nur einen Fünfer. Und, ja. Ich mache dann häufig so, ich verkaufe denen die ganzen Harnische. Hier, ne, die sind ja 7000. Und pack dann die ganzen Schilde dazu. Und kaufe dann immer die Schilde zurück. Dann verkaufe ich Schilden mit Helmen. Und so weiter und so fort. Ne? So, aber ich mache das, sonst bin ich immer hin und her gelaufen. Jetzt mache ich das mittlerweile so, dass ich den Stärkewert setze. Ich setze den dann so auf, keine Ahnung, 50.000 oder so. Dann brauche ich nur einmal hinlaufen. Weil das ist ja einfach nur Zeit, die man verliert. Wenn man da die ganze Zeit zum Creeper hinläuft, wieder zum Creeper, vom Creeper wegläuft, wieder zum Creeper hinläuft und wieder wegläuft und wieder hinläuft. Nur weil man da halt die nur 500 tragen kann. Nee, das mache ich nicht mehr. Habe ich lange Zeit gemacht. Aber vor allem, weil ich den Cheat noch nicht kannte mit dem Stärkewert sitzen. Dann brauchte ich den für die Alchemie-Folge und seitdem kenne ich ihn. Habe ihn aber noch nicht groß benutzt. Also klar, fürs Let's Play sowieso nicht. Weil, wird ja den Sinn verfehlen, ne? Ist wie ein neues Spiel Gothic anfangen, direkt stärker auf 400 setzen oder 500 oder was weiß ich. Das ist ja der Sinn des Spielverfehls. Warum habe ich so viel Gewicht in der Tasche? Was ist denn das? Ach, keine Ahnung. Gehen wir wieder rüber nach Vivek. Und ich denke... Ne, ja, mache ich jetzt. Ich habe jetzt einen Flederschatten noch in der Tasche, den werde ich jetzt verwursten. Und zwar in einem Sprint-Amulett. Hi. Ich hätte gerne ein Amulett von dir. Das sieht gut. Ne, das ist ein Ring. Nehmen wir das. Ja. Und da mache ich jetzt Attribute festigen, Schnelligkeit drauf. Weil dann kann ich auch mal einfach rennen. Ich hoffe, das ist gut. Ja, moin. Einmal verzaubern. Das teure Amulett. Meinen Flederschatten hier. Und Attribute... Nicht entziehen. Attribute festigen, Schnelligkeit... Mich selber, Wirkung, 10 bis... Oh, das ist gut. Ah ja, die Dauer muss ich noch, ne? Ah, Sprintdauer von 10 Sekunden. Oder 5. 5 Sekunden? Ja, das ist gar nicht schlecht. 6 geht nicht. 5 geht. Also 5 geht, dann habe ich einen Wirkungsgrad von 10 bis 100. Aber ich kann den Wirkungsgrad noch ein bisschen hochsetzen. Aber dann gehen die Zauberkosten. Die will ich auf 10 halten. So finde ich das gut. Dann habe ich nämlich 30 Anwendungen. Kostet nur 12. Hätte ich viel früher machen sollen. So, Sprung. Sprung, Sprint wäre dann davor. Sprung. Sprint mache ich einfach mit Y. Sprint. Grund dafür ist folgender. So, sicherer Fall, Sprung, Sprint. Das ist der Grund dafür. Hier noch was drin, was ich nicht brauche? Ne, alles gut. Direkt gleich mal ausprobieren, den Sprint hier. So. Finde ich gut. Jetzt habe ich auch mal so ein Sprint-Item. Das finde ich gut. Ja. So,
Ah, ich bin Aldrun! Falsch, ich muss da lang. Jetzt regnet's. Mann. Aldrun, Sedanin, wir weg. Hä? Wir bieten euch einen besonderen Aufruf zum gleichen niedrigen Preis an. Ach so. Ja, das können wir uns dann danach angucken. Muss eben in den Buch laden. So, Sprint. Ah, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. So, jetzt bremsen wir mich mal so ein bisschen. Ja. Mir ist auch eingefallen, ich könnte ja mal zuerst hier oben auf der Plaza gucken, ob ich nicht was finde. Elfennation. Kurio nicht. Alchemist. Hand. Hier ist gar kein Buchhändler, ne? Nee. Ah, warte mal, wir waren alle Art vielleicht? Glaube ich zwar nicht, aber ich kann ja mal schauen. Ich mache euch heute einen ganz besonders guten Preis. Glaube ich dir nicht. Aber gib mir mal die Laternen hier bitte. Ich brauche nämlich noch leicht Lampen für mein zukünftiges Haus. Für meine zukünftige Festung. Ab in die Bodensektion. Wo ist denn jetzt der Buchladen? Hier war Schatzhaus. Es ist mir warm. Hier ist ein anderes Haus, was ich jetzt nicht gelesen habe, deswegen habe ich es nicht vorgelesen. Aber hier war doch noch Tempel? Kanäle? Hä, war das ein Fremdenviertel? Ja, doch, ein Fremdenviertel, ich Idiot. Oder? Ja, ich meine schon. Okay, dann muss ich einmal da vorne hin. Komme ich denn am besten rüber? Oh, indem ich den hier mache. Sicherer Fall. Zack. Und dann einmal. Ich denke, hier so mit dem Sprung. Perfekt. Perfekt. So muss es laufen. So, speichern wir mal eben. Ich sprinte jetzt an diesen blöden Ordinatoren vorbei. Ich habe keine Lust, mich mit denen zu kloppen. Nee. Nee. Ach, hier geht's immer in die obere Bodensektion. Mann. Hier ist ein Buchladen. Seltene Bücher. Hi. Nein. Da. Du hast doch bestimmt die Chroniken. Das. Der Pfad, ganz viel Pfad, da, Chronik, her damit. Jetzt kann ich mich hier wieder verziehen. Ja, ja, also falls ich mal Geld brauche, ne, hatte ich ja schon mal angeschnitten, dann kann ich einfach nach Vivek gehen und ein paar Ordinatoren weghauen. Die spawnen endlos nach. Geldproblem gelöst. Kann ich auch mal, genau, das nehme ich mir mal vor. Ich kann mal gucken, was passiert, wenn ich den Schwierigkeitsgrad auf Max setze und dann gegen den Ordinatoren kämpfe, ob der dann wirklich auch richtig stark ist. Mit einer ganz dunklen Einrichtung hier, macht mal mehr Licht an hier. So, bevor ich dir das Buch gebe, habe ich schon gelesen. Der Tag begrüßt. Hier. Immer so tüchtig. Das ist genau, ich bin immer tüchtig. Hast du noch eine Aufgabe für mich? Eine Bewusstsein entdecken Trank von Schink im Schatten in Sadrit Mora zu bekommen. Ja, das ist ja einfach. Schink im Schatten. Das ist easy. Habt ihr einen Teleporter? Einer, der teleportieren kann? Ja. Kann nicht sein. Ich will nach Sadrit Mora. Ja. Wer kann mich hier teleportieren? Ja. Nicht ja. Wer kann mich hier teleportieren? Ist hier oben? Hier. Einmal bitte nach Sadrit Mora. Schink im Schatten. Ich bin neugierig. Da.
Was will es? Guck mal. Vielleicht habe ich später eine weitere Aufgabe für euch, Caro. Ach so. Weil ich heute bring diesen Trank zu Edwina. Zusammen mit meiner Entschuldigung. Sprecht mich wieder an, wenn ihr das nächste Mal hier seid. Ich könnte einige auf für euch. Ach so, ja. Ich habe einfach mal irgendwelche Sachen angeklickt, hat funktioniert. Hm? Jeder, der jemals irgendwann zum ersten Mal vor einem PC angesessen hat. Ich hab da irgendwas gedrückt, hat geklappt. Bis man dann wusste, warum das geklappt hat. Was man gedrückt hat. Hier. Ein Dunkeltrank? Denn der Dunkeltrank? Ach so. Ich würde gerne eine Beförderung haben. Ja. Und noch eine Beförderung? Nicht genug. Ihr genügt in unseren Anforderungen Aufgaben. In Vivek hat eine Kopie des. Ja. Es ist der 6. Band. Alte Sagen für Dwemer. Wir müssen sagen. Ich habe nicht wirklich von den Dwemern, doch. Oder Centurio, wärt ihr bereit, wenn ich dieses Buch zu entleihen? Ja, klar, warum nicht? Rolle vom Schlüssel. Ja, den habe ich aber. Dann. Das wird ja sowieso in der Magiergilde sein. Einmal bitte nach Vivek. Ich hoffe, hier sind keine Ordinatoren drin. Wie heißt die denn? Ach so. Wo finde ich denn das Buch? Ich befinde mich ganz offensichtlich in sehr guter Gesellschaft. Ja, ich finde das auch. Ihr befindet euch wirklich in sehr guter Gesellschaft. Aber hier sind. Ich speichere jetzt mal lieber, bevor ich irgendwas klaue, was ich nicht klauen darf. Hier was? Und das ist es ja schon. Ja, sehr schön. Ja, die packe ich zurück, die brauche ich nicht. Das ging ja fix. Und dafür habe ich 2 Rollen bekommen? Ah, wahrscheinlich bin ich overlevelt für die Quest, oder? Würde ich jetzt mal vermuten. Geht aber ruckzuck. Wie viele Aufgaben habe ich jetzt erledigt? 1, 2, das ist die 3. ne? Güte. Neuer Rekord. Ja. Und weitere Aufgaben. Aus Magar und meiner Studie abgelenkt. Angeblich gibt es in Hulens Hütte, da Hulen ein Mitglied der Gilde ist, sind wir uns. Geht nach Magan. Weitere Anweisungen geben kann. Okay, wo ist Magan nochmal? Ich glaube links auf der Karte, ne? Gnarmok ist das. Aber hier war doch, wo ist denn Magan? Ach, da. Da kann ich mich hinporten. Boah, also das Sprintamulett ist auf jeden Fall gut. Das ist ja sehr schön. Wunderbar. Ganz schön schwer, so einen Aufgang hochzugehen. Einmal bitte nach Magan. Was wünscht ihr euch einen besonderen Ausflug zum gleichen niedrigen Preis an? Nee. Die hat mir nichts zu sagen. Für meine Quest. Willens. Nein. Willens Hütte. Sie liegt außerhalb der Stadtmauern im Südosten, in der Nähe des Schreins. Südosten. Das heißt. Da. Da ist sie.
Perfekt. Hier habe ich, glaube ich, mal Banditen umgehauen, ne? Ja. Ja. Ich habe da mal Banditen umgehauen. So, bevor ich jetzt gleich überrumpelt werde von irgendwas, was... Entschuldigung. Von irgendwas, was hier drin schlummern könnte. Oh! Wo ist das? Das will ich nicht. Warum müssen die eigentlich immer so... Das Ding ist ja... Die, Wenn ihr etwas benötigen solltet, so werde ich euch gerne... Ich spreche gleich mit dem. Bin gerade etwas verwirrt. Was ich sagen wollte, genau. Wenn man dann so in so eine Hütte reinkommt und direkt ist dahinter so, das wird noch gerade hell und dann steht da aber schon ein Viech und BOMM aufs Maul. Dem scheint es ja gut zu gehen. Mensch. Oh, den kann ich mitnehmen. Ein armseliger Dieb. Was? Wenn ihr etwas benötigen solltet, so werde ich euch gerne... Ist es dann wirklich verschwunden? Alles meine Schuld. Scump, ja. Magiergilde. Okay, habe ich jetzt ein Kopfgeld, weil der mich gesehen hat? Nö. Interessiert den gar nicht. Also hat mich die Magiergilde rausgeworfen dann? Nein. Hey, warum hat denn der das dann gerufen? Verstehe ich nicht. Hier sind auch keine Sachen drin, die ich brauche. Okay. Von hier aus geht's schneller. Nachtsicht, nein. Ich bräuchte mein Sprint-Amulett. Und hier lang. Wie wunderbar. Ja, ne? Danke. Boah, perfekt. Wie sieht das jetzt eigentlich bei Verzaubern aus? Ich müsste doch jetzt dadurch, dass ich die ganze Zeit die Dinger benutze, ziemlich hoch verzaubern. 33. Naja. Naja. Ich weiß ein gutes Gespräch zu schätzen. Das freut mich. Ich auch. Guck mal, die hat die gleiche Rüstung wie ich. Schöne Rüstung, ne? Also, Robe. Nicht Rüstung. Eine schöne Robe. Edwina! Ich hänge an der Kerze fest. Perfekt. Ich muss sagen, ich finde euch recht ja. Interessant. Zweimal Rolle des fünften. Hemmnis, was ist das? Schild. Muss alles wegverkauft werden. Kann ich das direkt nicht wieder wegstashen? Handeln. Also, da. Will sie nicht, war klar. Ich liebe ein Hat ihr was? Und du was? Nein. Ja, okay, dann nicht. Wie sieht's mit einer Beförderung aus? Ihr seid nun Magier. Was mit noch einer Beförderung? Besser euren Aufgaben. Und seht zu, dass eure Anforderungen... Ah. Haben wir hier schon wieder eine... Wir brauchen eine Fertigkeit auf 60 und 2 auf 20. So. Beschwörung ist auf 39. Was habe ich denn hier noch? Alchemie habe ich... Ah, ich kann ja Alchemie wahrscheinlich auch haben auf 60, ne? Dann würde ich die doch als nächstes hochpacken. Magiergilde? Ja. Alchemie mache ich als nächstes hoch. Und dann kommt noch dazu... Was haben wir hier? Verzauberung. Ja, guck mal. Passt. Muss ich nur einen Wert auf 60 packen. Aufgaben. Ich habe meine abgeschlossen. Stellt euch vor... Buch handelt überhaupt nicht von den Dämonen. Zurück, bevor er etwas merkt. Bis dahin. Ja, das kriegen wir hin. Mein Gott, das sind ja richtig einfache Quests. Einmal bitte nach Vivek. Ja. Also, ich habe es ja, glaube ich, schon ein paar Mal angeschnitten. Sowas wie, ja, jetzt so langsam finde ich mich hier in Morin zurecht. Ich finde, ich fasse so ziemlich gut Hand und Fuß in diesem Spiel so mittlerweile.
Also ich finde mich in vielen Räumen zurecht. Ich weiß, wie ich schneller wohin komme. Bitte einmal nach Altruhn. Dankeschön. Und ja. Schauen wir mal, was sie zu sagen hat. Edwina. Ja. Oh. Oh. Intervention, göttlicher Eingriff auf sich selbst. Ich muss sagen, ich finde euch recht interessant. Ausprobieren, ausprobieren. Hä? Achso, dann landet man immer hier. Mhm. Und da landet man immer hier. Aha, verstehe. Verstehe. Zwei weitere Teleportationsdinger. Sind praktisch, kann ich aber, glaube ich, kann ich die jetzt überhaupt gebrauchen? Wollt ihr euren Reichtum nicht teilen? Ich habe vieles, das ich euch zeigen kann. Wieso weiß er, dass ich viel Geld habe? Wie viel wiegen die? Eins. Hm. Ja, doch. Hast du... Ja, guck mal, er hat noch ein paar Sachen für uns. Nice. Da fällt mir auch ein... Ja. Jetzt, bevor ich hier Feierabend mache, gucke ich noch nach ein paar Zaubern zum Lernen. Ne? Willkommen. Ja, hi. Nein. Ich habe keine Almosen zu verschenken. Wo ist mein Sprintring? Mein Sprintamulett. Hast du noch? Nein. Hier. Ach ja, die war zu. Ja, okay. Wie viele Aufgaben waren das jetzt? Fünf? Fünf Aufgaben habe ich jetzt in einer Folge erledigt? Nicht schlecht. War jetzt zwar ein ziemlicher Laufbursche, aber ist okay, denke ich. Ausbildung? Kannst du mir Alchemie beibringen? Nein. Verzauberung? Kannst du... Ja, dann machen wir das doch nochmal. Bitte nochmal Verzauberung. Sehr schön. Ich finde euch recht interessant. Sprecht weiter. Dann, erstmal noch eine Aufgabe. Ich bin nur... Oh. Muss ich eine Dwemer-Röhre untersuchen? Sie ist einfach zu finden. Ich glaube, dass einige davon in... gesehen habe, als ich das letzte Mal dort weiter... Dwemer-Röhre. Okay. Ja, machen wir. Aber nicht diese Folge. Gut. Ziemlicher Laufbursche für die Edwina, ist aber nicht so schlimm. Denn das hat jetzt schon ganz viel für die Magiergilde gebracht, ne? Gut. Dann machen wir nächste Folge mal einen Ausflug zur Festung. Denke ich. Und ich muss ein Level-Up machen. Ja. Ja, mal schauen. Erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao.